Die Stadt aus Eisen-Feropolis ist sowohl aus dem regionalen als auch dem überregionalen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Eine Reihe namhafter Veranstaltungen lockt jährlich rund 160.000 Menschen in die Baggerstadt. Der stetig wachsende Zuschauerzuspruch erfordert vor allem bei den großen Musikfestivals wie Melt, Splash oder Stereo City eine lückenlos erschlossene Infrastruktur. Aus diesem Grund investiert die Feropolis GmbH 5 Millionen Euro in die Verbesserung der Verkehrs- und Sicherheitswege. Rund 4 Millionen kommen vom Land Sachsen-Anhalt, das den Zuschuss auf Antrag der Stadt Gräfin Hainichen bewilligte. Die Stadt selbst leistet einen Eigenanteil von 10%. Wirtschaftsminister Dr. Rainer Haseloff übergab am letzten Freitag den Fördermittelbescheid. Es geht darum, Feropolis als Standort weiter auszubauen. Wir haben eine Entwicklung genommen, die wir vor 10 Jahren nicht so erwartet hätten, ich sage mal Richtung Festivals. Wir haben zum Beispiel beim Melt-Festival an einem Wochenende 60.000 Besucher hier, also wenn ich jedes Jahr jeden Tag 20.000 nehme, das ist 4-, 5-mal, 6-mal so viel, wie wir als Stadt Einwohner haben. Da sind Fragen der Sicherheit, der Organisation, der Beherbergung, der Versorgung, das sind alles so Fragen, die natürlich auch materiell untersetzt werden müssen, bis hin zu Sanitär, Elektroanlagen. Insofern ist das Geld, glaube ich, ordentlich angelegt. Der Ausbau der Sicherheits- und Verkehrsinfrastruktur soll in diesem Jahr noch beginnen. Die Fertigstellung ist für 2012 geplant. Bis dahin soll auch ein weiterer Rettungsweg entstehen, um auch in Zukunft sichere Veranstaltungen für bis zu 25.000 Besucher durchführen zu können. Ganz wichtig ist für uns, dass wir natürlich gerne noch weitere Veranstaltungen hier haben möchten, dass wir aber die Art der Veranstaltung ein bisschen unterschiedlich machen. Wir überlegen gerade, wie wir zum Beispiel auch großartige Events im Bereich Klassik auf diesem Gelände stattfinden lassen können oder ob auch für saisonales Theater hier nicht eine gute Arena wäre. Noch mehr Veranstaltungen, aber nicht unbedingt noch mehr Festivals, sondern eine größere Vielfalt an Veranstaltungen. Das ist das Ziel. Feropolis hat in den letzten 10 Jahren eine ungeahnte Entwicklung genommen. Auch für das Land Sachsen-Anhalt ist Feropolis zu einem Vorzeigeprojekt geworden. Weit über die Landesgrenzen hinaus ist die Stadt aus Eisen mittlerweile bekannt. Wirtschaftsminister Dr. Rainer Haseloff sieht trotzdem noch genügend Potenzial, um den Bekanntheitsgrad weiter zu steigern. Für das normale Besuchen außerhalb der Festivals im Sinne von Großvater geht mit seinen 4 Enkelkindern wie ich hierher, um den Kindern zu zeigen, was das für eine tolle Technik ist, was man hier erleben kann, geht es vor allen Dingen darum, dass man es noch bekannter machen muss. Viele kennen es außerhalb von Sachsen-Anhalt durch diese Veranstaltungen und innerhalb Sachsen-Anhalts und der Großregion ist es viel zu wenig bekannt. Und gerade Großeltern mit ihren Enkelkindern haben ja ein wahres Paradies, was unbedingt erschlossen werden sollte. Den Brückenschlag von der ehemaligen Energiegewinnung aus Braunkohle hin zur regenerativen Stromerzeugung nimmt Feropolis ab März in Angriff. Auf den Dächern der Hallen werden in den nächsten Wochen Solaranlagen von der Firma Q-Cells SE aus Bitterfeld-Wolfen installiert. Die Kapazität umfasst insgesamt 235 Kilowatt Peak. Es kam eigentlich dazu, dass Herr Schröder mich mal vor einem Jahr kontaktet, ob wir nicht Dinge zusammen machen könnten, ja, aufgrund der Standortnähe und auch eigentlich, wie ich gerade auch gesagt habe, die Themen sind ja sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, und daraus ist ein Gesamtkonzept entstanden. Ein Bestandteil dessen ist im Prinzip eine Anlage, die wir gemeinsam hier errichten werden, eine PV-Anlage, aber es geht darüber hinaus, dass wir gemeinsame Weiteraktivitäten planen, wie wir im Prinzip auch kommunikativ im Prinzip das Thema erneuerbare Energien nach vorne treiben können. Bereits ab Mai sollen die Stromzähler in der Baggerstadt mit der Kraft der Sonne laufen. Gerade rechtzeitig zur beginnenden Konzert- und Festivalsaison von Melt, Splash und Co.